Dann würde ich sagen, dass wir dann auch zum letzten Thema übergehen. Und ich bin jetzt gerade auch am Überlegen, weil ich hatte eigentlich jetzt ein paar mehrere Sachen. Aber da wir ja beim so einen durchgehenden Fluss hatten, möchte ich mal von diesem Thema Stigmatisierung ausgehen in ein Thema. Und zwar, das wird jetzt vielleicht nicht im ersten Moment Sinn ergeben, wo die Verbindung liegt, aber und zwar möchte ich zu Pixel Art mal rübergehen und ein bisschen sprechen. Vor allem da Pixel Art auch so ein bisschen Stigmatisierung erfährt irgendwie immer. Also gerade im Indie-Bereich hat man das ja öfters, dass dann Leute irgendwie so, es ist wieder so ein Retro-Art-Style, bla, Kacke, ich kann's nicht mehr sehen. Und ich denke mir die ganze Zeit, nein, das, was du hier als Kacke empfindest, das ist halt, das ist kein Retro-Look, das ist einfach nur schlechtes Pixel-Art. Und ich denke mir immer so, wir sind so weit in der Technik drin und einfach niemand hat es geschafft, immer noch an SNK ranzukommen. Also ich habe jetzt diese großartige Arcade Classics Serie von Hamster, diese ACA Neo Geo Sachen, die es halt auf Xbox One, PC, PS4, Switch gibt. Du legst dir einfach nur so ein King of Fighters 97 rein. Weißt du, es ist ein Spiel von 97. Das hat besseres Pixelart als jedes fucking Indie-Game, was in den letzten 2 Milliarden Jahren rausgekommen ist. Also selbst ein Owlboy kann nicht damit mithalten, wie gut diese Animationen sind. Und ich finde es halt immer schade, wenn Leute so Stigmatisierung gegen Pixelart allgemein haben, weil die gucken sich das einfach nur an und sehen halt diese ganzen Blö-Sachen, wo ich mir auch denke, das ist gar nicht so gut, aber ich will das noch weiter explored haben, wo so, nein, 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 geht nicht weiter zu 3D-Sachen, nein, bleibt noch hier, da kann man noch so viel rausholen. Weil ohne Scheiß, guckt euch die Charakter-Sprites von einem KOF an, im früheren. Da hast du, bei 97 hast du auch so einen Charakter, der so einen Drunken Master-Style hat. Weißt du, und das heißt, der bewegt sich dann so, dass auch dann so ein bisschen Bauch und Hüfte so nach vorne und zurück schwanken. Und du hast dann wirklich so Schattierungen, die das Ganze wie so ein 3D-Effekt aussehen lassen. Und ich denke mir so, was für eine Zauberkraft, was für eine Magie haben die irgendwie eingesetzt? Mit wem haben die irgendwie den Teufelvertrag abgeschlossen, dass man so fantastisches Pixelart in 697 irgendwie umsetzen konnte? Und dann guckst du dir ein KOF 13 an und es ist einfach nur so, Alter, das geht doch nicht. Und ich finde es einfach schade, dass irgendwie so diese Pixel-Art-Kunst irgendwie so ein bisschen immer auch, ja, Stigmatisierung, aber auch nie wirklich so weiterentwickelt wurde. Also bis heute haben wir einfach nichts, was die besten Sachen aus den Mitte der 90er erreichen konnte. Und ich finde es einfach mega schade. Also ich weiß halt nicht, wie ihr dazu steht. Ich muss dir halt recht geben, dass es einfach komplett seltsam ist, das irgendwie so generell zu verteufeln, weil ich meine, da kannst du ja auch genauso gut sagen, irgendwie 3D-Grafik ist generell irgendwie alles langweilig und grau und so. Und ich meine, es gibt halt auch viele Spiele, wo das der Fall ist. Aber diese Generalisierung dann irgendwie zu sagen, das ist alles irgendwie scheiße, ich weiß nicht. Ich meine, ich sehe auch im Pixel-Art-Bereich immer noch so viele Spiele, wo ich mir denke, boah, das sieht richtig geil aus. Und man kann damit halt auch ganz eigene Sachen machen, einfach indem man eben zum Beispiel halt mit anderen Farben arbeitet und sowas und halt zum Beispiel, dass man auch irgendwie mehr halt zum Beispiel nicht irgendwie dieses klischeehaft Bunte nimmt, sondern ein bisschen was griddigeres, sagen wir mal. Und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten und das irgendwie alles so abzuwälzen und zu sagen so, ah nee, wollen wir alles nicht, ist halt echt bescheuert. Ja, ich finde aber auch manchmal haben Leute so einen gewissen Hang zur krampfhaften Kritik. Also so, es gibt einfach auch Leute, die dann, wie soll ich sagen, alles muss sich weiterentwickeln und alles, was auch nur ansatzweise irgendwie an 90er erinnert, ist altbacken und darf nicht zelebriert und in seinem Spektrum weiterentwickelt werden. Das ist auch ein bisschen anstrengend, tatsächlich, das dann auch mitzukriegen, weil ich, also gut, ich bin jetzt nicht so tief drin in Pixel Art wie Björn, aber ich finde auch, ey, lass die Entwickler machen, und für mich ist da jetzt auch kein, ja, 3D ist eine andere Grafik, also eine andere Art, ein Spiel zu machen, aber es ist halt einfach eine Kunstentscheidung, finde ich, für mich so. Ja, das ist irgendwie so, als wenn du sagst, ja, 2D-Animation. Ja, brauchen wir doch nicht mehr, wir haben doch 3D-Art.
so, warum brauchen wir das noch? Und dann guckst du dir halt einfach nochmal so ein fucking Redline an und du denkst, ja, haben sieben Jahre hat hier ein Studio einfach ihr Leben geopfert, um sowas, so ein Meisterwerk hinzumachen. Und es sieht einfach mal besser aus als jeder 3D-Animationsfilm überhaupt. Aber das ist halt irgendwie dieses so, ja, ist ja alt und ist ja blöd und dann guck mal, das sieht doch kacke aus. Und also ja, das ist auch ein Spiel, wo jetzt nicht wirklich gutes Pixelart dahinter steckt. Und ich habe auch teilweise wirklich das Gefühl, Leute wissen gar nicht, was gutes Pixelart ist. Also die sehen halt wirklich immer nur diese 8-Bit-Sachen und dann, ich weiß nicht, haben die jemals in ihrem Leben einen fucking Metal Slug gesehen? Also ich meine, ja, SNK sind halt die Götter des Pixelart gewesen. Also ich weiß nicht, was die da irgendwie in ihren Pixelart-Sweatshops oder so gemacht haben, so Leute versklavt, einfach nur diese Sachen zu erstellen. Aber das ist einfach, ich gucke diese Titel in diesen Collections nach und ich denke mir einfach nur so, also selbst, wie gesagt, selbst halt wirklich gute Sachen, also selbst sehr gutes Pixelart, wie jetzt ein Owlboy oder ein Enter the Gungeon, die sind immer noch nicht auf diesem Stand. Und ich meine, da haben eben auch Leute dran gearbeitet früher, die das so ihre, ja, so ein bisschen ihre, ja, ihr Lebenswerk, so, die haben halt so eine Craft verfeinert über ihre, die letzten 10, 20 Jahre in der Zeit, in der Industrie waren und so, und haben da eben auch ordentlich Zeit und Geld rein investiert, aber ich find's einfach nur kacke, dass wir jetzt sagen, ja, nee, ja, Pixelart brauchen wir jetzt nicht. Das können halt diese komischen 1-2-Mann-Dinger so machen. Also nein, ich will einfach mal so ein richtig geiles Ding haben, wo einfach so nicht nur ein Künstler dran arbeitet, sondern halt wirklich vielleicht ein Studio von 4-5 Leuten. Weißt du, so das Cuphead der Pixelart-Spiele. Wo ich einfach so, weil Cuphead ist halt auch so ein Ding. Da hättest du jetzt auch sagen können, ja, wir machen halt so ein bisschen 2D-Animation und ne. Aber die haben einfach mal fucking 7 Jahre an diesem Ding gearbeitet und einfach ihr komplettes Leben da reingesteckt. Und was haben wir rausbekommen? Eins der schönsten Spiele aller Zeiten, also gerade von den Animationen her. Und sowas haben wir. Und vor allen Dingen ist das Spiel auch gerade deswegen erfolgreich. Also ja, genau. Und ich glaube auch, also wie gesagt, wenn du, also guckt euch wirklich mal die alten KOF-Sachen an oder die aktuell, also das 13er oder so, das würde heute immer noch funktionieren, wenn man es auf diesem Standard machen würde, aber es wird halt einfach so abgeklatscht als, ja, Pixelart, bla bla bla, ein bisschen blub und du hast halt nur so diese paar Ausnahmen wie ein Fest, wie gesagt, Enter the Gungeon oder sonst was und selbst da hast du halt wieder diese, ja, um Überbrückung vom Thema von eben, du hast halt wieder diese Stigmatisierung von, das ist alt, das ist altbacken, mach doch mal was Neues. Und ich bin einfach so, das ist eine Kunst. Das ist sozusagen, als ob du jetzt sagst, auf Leinwand malen sollte man nicht mehr machen. Das ist einfach eine andere Form der Kunst. Und ich finde das so mega respektlos einfach nur dem gegenüber, wenn man das einfach so abtut als, ja, das machen die halt nur, weil sie kein Geld haben. Und dann so, Alter, weißt du, wie viel Zeit und Geld und Ressourcen du brauchst, um so ein fucking King of Fighters 13 aussehen zu lassen, wie es aussieht? Da ist dann jedes andere Indie-Spiel, was auch mit der Unreal Engine 4 gemacht wurde, ist da Kinderkacke gegen vom Aufwand. Also mal ganz im Ernst. Ja, das stimmt. Also ich kenne mich jetzt mit modernem Pixelart gar nicht aus. Ich habe nur die alten Super Nintendo-Sachen gespielt. Und ich habe vor 7 Jahren Terranigma nachgeholt. Das war auch wunderschön. Also was gibt's denn da eigentlich aktuell an schönen Pixelart-Sachen? Ja, das ist es ja. Also du hast halt wirklich so, wie gesagt, Owlboy, also von den Animationen ist es halt nicht so perfektioniert. Es ist halt in dem generellen Art-Design von den Sachen. Enter the Gungeon sieht halt super aus. Was hatte ich letztens? Come at them oder sowas, wo du halt einfach nur so eine, ich weiß nicht, ob das halt irgendwie so ein Mobile-Spiel war, ich habe das nur auf der Xbox gesehen und auch gesagt, das Pixelart sieht total geil aus, wo du so eine Turret einfach nur spielst und also Typen an so einem Turret in so einem Alien-infestierten Raumschiff oder so. Mega cooles Pixelart einfach nur, spielt es leider nicht so gut. Aber wo du jetzt so Super Nintendo sagst, weil viele Leute sagen dann immer, ja, das ist hier unser Pixelart, ist inspiriert von so Super Nintendo oder was weiß ich. Ich kenne ehrlich gesagt kein Indie-Spiel, was wirklich den richtigen Look von einem Super Nintendo Pixelart. Am ehesten das einzige Spiel, wo ich das am ehesten sagen würde, wäre vielleicht sogar Stardew Valley. Das sah schon. Ja, aber selbst Super das arbeitet mit so
das kann ich halt überhaupt nicht abhaben bei Pixel Art, ist, wenn du anstatt eine Animation zu machen, also dass du halt wirklich sagst, das sind die Frames von den Pixeln und so bewegen sie sich jedes Mal, legst du einfach quasi einen Pixel Art so als wie so eine PNG da drüber und dann dreht die sich oder du stretchst die und bewegst die dann halt wie so mit so Tween-Animationen. Das finde ich grauenhaft. Das sollte, also wer das macht, der gehört sowieso in die Hölle verbannt. Und das hat eben Stardew Valley, ich meine, okay, das ist halt von einem Typen gemacht, das ist halt Meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt nicht irgendwie originalgetreu dran und auch irgendwie so Sachen wie, ich hätte noch mal gern ein Spiel, was wirklich versucht, Mode 7 zu replizieren. Also, weil das ist einfach ein komplett eigener Look. Also irgendwie wie halt in so einem Terranigma über die Weltkarte zu gehen, in diesem Mode 7-Feel. Das gibt's irgendwie kein Spiel, was das irgendwie so richtig repliziert. Und das sind so viele Sachen dahinter. Spiel, also es ist halt Pixel Art, das ist nicht gleich Pixel Art. Welches es war. Irgendeins gab's. Ich meine, was Super Nintendo allgemein angeht, könnte man natürlich jetzt auch noch einfach sagen, RPG-Maker-Spiele sehen in der Regel sehr nach Super Nintendo aus. Ja, aber auch die nicht wirklich so 1:1 wie, weil guck dir mal wirklich, also ja, guck dir mal wirklich die Super Nintendo, 1, aber die Super Nintendo-Spiele an, die hatten einfach so einen ganz eigenen Feel. Also das sind auch noch so Sachen wie dazu, dass auch nie versucht wird, wirklich die Soundeffekte nachzubauen. Also gerade dieses ich finde einfach eins der besten Soundeffekte aller Zeiten ist dieses Batman and Robin Beat'em Up auf dem, also dieses Sidescrolling Beat'em Up. Wenn du dann einen Gegner auf den Boden wirfst oder haust, du hast das Gefühl, deine Konsole explodiert gleich. das ist dieses männlichste Geräusch halt überhaupt. Und sowas wird halt auch irgendwie nie. Das ist dann immer so, weil ich hasse das, wenn Leute sagen, hier, wir haben hier so ein Pixel Art Super Nintendo Spiel. Und dann denke ich, so 16-Bit Spiel. Und das ist so, das sieht nicht aus wie ein 16-Bit-Spiel. Du hast es so bei 8-Bit-Sachen, dass so ein Shovel Knight versucht, den Stil zu replizieren. Und klar, die haben dann halt so Sachen wie Parallax-Scrolling, was früher halt nicht möglich war und so, okay. Aber es ist halt doch sehr nah dran. Und für andere Sachen ist es irgendwie, für Super Nintendo kenne ich irgendwie kein Spiel, was sich halt wirklich genauso anfühlt. Und von Neo Geo muss ich halt gar nicht erst anfangen. Also das ist, da ist halt niemand auf dem Level von SNK halt immer noch. Ich weiß nicht. Ich meine, das Ding ist halt auch auf dem Super Nintendo, das kann man ja auch nicht so über einen Kamm scheren. Also gerade je komplexer die Grafik wurde, desto unterschiedlicher sahen die Spiele ja auch aus. Und gerade auch auf dem Super Nintendo gibt es ja sehr unterschiedliche Stilrichtungen, der Spiele gingen. Von daher weiß ich jetzt auch gar nicht, also da wird ja auch jeder irgendwie was anderes haben, was er als den Super Nintendo-Look empfindet. Ja, also natürlich, es gibt halt so mehrere, aber jetzt gerade, sagen wir mal, wirklich so ein Look, wie ihn halt ein beispielsweise so mehr so grittigere Sachen wie ein Contra 3 oder sowas hatten. Das sehe ich halt gar nicht. Aber selbst diesen so einen bunten Stil von einem Super Mario World, der ist dann so, ja, das soll halt so irgendwie sein, aber es kommt halt doch nie wirklich so dran ran. Und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, dass Leute das vielleicht von vornherein gar nicht versuchen ihren eigenen Stil zu machen, aber irgendwie finde ich, da ist einfach noch so viel Luft nach oben und so viele Sachen, die man machen kann, und ich meine, das kannst du ja auch gleich drauf übertragen auf einen Polygonstil. Also das ist ja, viele Leute finden das halt mega hässlich, ich finde das super geil, einen PS1 Polygonstil versuchen nachzuempfinden. Also viele Leute fanden ja auch das Spiel von hier, das neue Swear-Reading, The Good Life, fanden die irgendwie mega hässlich und dachte, ja, das ist halt nur so ein Prototyp, sie soll halt kacke aussehen. Ich so, nein, das ist so richtig geiler Polygonstil, das ist total super, ich will mehr davon sehen. Das ist halt auch irgendwie so ein Artstyle, eine Richtung, die einfach nicht irgendwie untersucht wird. Also da ist halt noch so viel Luft nach oben mit so Sachen und ich hasse es einfach, wenn Leute sagen, nee, sieht alles gleich aus und ich will das nicht und bla und so, nein, da ist noch so viel, bitte. Bitte geht nicht weg. Bitte machen noch solche Spiele irgendwer. Aha. Ja, das ist halt leider auch das Problem, dass dann direkt wieder viele Leute das irgendwie nicht haben wollen. Ne? Gerade halt im frühen 3D-Grafikraum ist es, glaube ich, echt, da brauchst du noch ein bisschen, um da, also da brauchst du halt erstmal ein paar Spiele dafür, um da irgendwie wieder eine Akzeptanz für zu schaffen. Weil ich meine, wie geil wäre es, weil, okay, so
so nett das Samus Returns auch aussieht, ich finde, ein Metroid Fusion und ein Zero Mission sehen immer noch besser aus. Also ganz im Ernst. Ja. Und ich hätte auch ehrlich gesagt lieber nochmal so ein 2D Metroid in genau dem Stil, weil es gibt einfach keine wirklichen Indie-Retro-Spiele, die so aussehen wie ein Super Metroid, die so aussehen wie ein Metroid Fusion, wie ein Zero Mission. Oder die aussehen wie ein fucking Castlevania, wo du ja so eine Mischung aus Pixel-Art und 3D-Hintergründen hattest. Und selbst die Macher von den Spielen machen solche Spiele nicht mehr, weil es einfach zu viel Geld kostet, ehrlich gesagt, ein gutes Pixel-Art zu machen, im Gegensatz zu ganz nettem 3D. Jetzt habe ich mich wieder selber traurig gemacht. Aber ja, du hast recht. Also auch wenn ich mir Bloodstained angucke, habe ich immer schon gedacht, so, also 2D-Castlevania sahen in der Regel besser aus. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich bin da leider nicht so in dem Pixel-Ding drin, dass ich das so krass bewerten kann, weil ich habe da, glaube ich, gar nicht so einen krassen Anspruch. Ich finde natürlich so Sachen auf dem Super Nintendo sehr geil, was ich bis heute sehr abfeier. Seiken Densetsu 3 ist einfach, finde ich, ein wunderschönes Spiel. Ich kann das jetzt nicht mit anderen Maßstäben so krass vergleichen, aber ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst, dass sich da Leute wirklich so reinhängen, dass die, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen versuchen, wie da so diese Zeit, also diese Umstände zu wiederholen, in denen damals solche Spiele entwickelt worden sind. Vielleicht liegt es ja auch daran, vielleicht liegt es ja auch an der technischen Ebene, dass das Leute nicht hinkriegen können. Ich kenne mich ja jetzt nicht so mit Programmieren aus und so, aber früher haben die mit Sicherheit andere Tools verwendet, um ihre Sachen zu machen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass die Sachen nicht ganz so da ankommen, also von dem Super Nintendo Grafikstil jetzt beispielsweise. Ja, vielleicht ist es auch sowas, was ja, es wird ja nicht mehr gelehrt, glaube ich. Es ist ja sowas, das muss sich jeder selber beibringen. Und du hattest ja in den Studios damals garantiert irgendwie so ein Tripling Down von Knowledge, was irgendwie durch die Riegen durchgegangen ist, wo halt Leute den neueren, jüngeren Leuten halt genau beigebracht haben, hier auf die Sachen musst du achten, so und so. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn jemand das macht, dann hat er das sich selber beigebracht und da gab es niemanden, der ihm da irgendwie, hier haben wir jetzt Pixel-Art-Kurs und das ist jetzt in unserem Studio Tradition und wird halt so von so weiter durchgegeben. Ja, ich glaube, das kann halt schon irgendwie auch daran liegen. Ja, ich finde jetzt auch den Punkt interessant. Du hast ja auch von so Polygon-Grafik geredet. Ich glaube, ein Grund, warum das bei vielen nicht so gut ankommt, ist, dass sich Videospiele einfach grafisch sehr, sehr schnell weiterentwickelt haben. Früher war es halt, also heute könnte man oder kann man das als Kunst ansehen, Polygonart, aber damals war es halt so, okay, wir wollen schnell weiter, wir wollen schnell, keine Ahnung, die glattesten Texturen und was weiß ich. Und ich glaube, dass das bei vielen Leuten dieser Kunstaspekt nicht so im Kopf drin ist, dass sie es deswegen vielleicht nicht akzeptieren können noch. Aber vielleicht müssen da einfach noch ein paar Entwickler kommen und da halt dieses Interesse bekunden und zeigen, ey, dafür gibt es Platz in der Videospielwelt. Vielleicht ist das ein Problem. Ja, ich glaube auch. Da müssen einfach Spiele kommen, die da halt den Markt für quasi wecken. Und ich glaube, das Problem, wie Cliff gerade schon richtig sagte, liegt halt auch echt darin, dass die Videospielindustrie halt auch über Jahrzehnte halt immer damit gearbeitet hat, besser halt die Grafik darzustellen. Und das war immer eines der irgendwie Kaufargumente. Guckt euch an, wie krass das jetzt aussieht und wie realistisch und Und das war halt immer schon so, dass damit geworben wurde, dass es besser aussieht, auch von Konsole zu Konsole. Und dann darf man sich ja nicht wundern, dass der Markt darauf trainiert ist. Das war aber auch ein sehr ruckliger Übergang. Man hatte ja mit der Super Nintendo richtig gute Pixelgrafik. Und Donkey Kong zum Beispiel war ja nochmal richtig gut geworden. Aber auch abseits davon, die Pixelgrafik war ja schon sehr schattiert und detailliert und sah einfach schön aus. Und dann kamen die ersten 3D-Spiele und die waren blockig und hässlich und haben sich ruckelig bewegt. Und da wurde aber gesagt, macht nur noch 3D. Und da wurde ja zeitweise auf den Konsolen halt auch verboten, 2D-Sachen zu machen. Die haben ja nur noch 3D machen müssen. Und einige Sachen sind halt schlechter geworden, dadurch, dass sie in 3D umgesetzt wurden. Und das wurde mit der Zeit dann halt optisch besser. Und jetzt sieht alles gleich aus. Das ist natürlich auch wieder nicht
nicht mehr so toll, künstlerisch gesehen. Ich glaube, am Anfang war der 3D-Faktor halt eben einfach hauptsächlich auch ein Gameplay-Aspekt und nicht ein reiner optischer Aspekt. Also ich meine, 3D hat einem ja spielerisch komplett neue Möglichkeiten geboten, die es vorher nicht gab. Und wenn die genutzt wurden, war das ja gut. Und ich meine, Ocarina of Time ist auch mit schlechterer Grafik, wenn man so will, von mir aus, als A Link to the Past immer noch auf jeden Fall halt immersiver, dadurch, dass es 3D ist. Das hat ja auch das Beste rausgeholt, was du aus 3D machen kannst. Aber es gibt dann Spiele, die blieben ja 2D, hatten aber 3D-Figuren und haben sich dann einfach, einfach schlechter ausgesehen. Seltsam. Also da hätten mehr Leute vor allem Kampfspiele irgendwie auf Symphony of the Night setzen sollen. Also, wie gesagt, ich mag den Stil halt total. Also wenn es halt gut aussieht, zum Beispiel, ich finde halt Metal Gear Solid 1 sieht halt heute immer noch total fantastisch aus. Das hat so einen ganz eigenen Stil. Oder jetzt eben auch gerade so ein Final Fantasy 9, also so Sachen, die halt so gegen Ende der PS1-Ära auch oder so Mitte, Ende rausgekommen sind. Weil klar, wenn ich von so Polygonoptik rede, meine ich jetzt nicht die Charaktermodelle auf der auf der normalen Oberwelt von einem Final Fantasy 7. Das ist halt schon sehr, okay, netter Versuch. schon so das weiterentwickelt. Aber ich finde, es ist wirklich ein eigener Stil. Also genau wie du jetzt bei Gemälden halt super viele verschiedene Formen von Stilen irgendwie hast, ist es nicht einfach, weil ich finde es einfach schade, dass Leute das mit nur von einem technischen Aspekt betrachten, halt sagen, ja, das ist ja Vergangenheit, das können wir heutzutage ja viel besser darstellen. Und also nein, fuck off, das ist ein Stil, Hauptsache. Und den kann man auch weiterführen und perfektionieren und besser machen und was Interessantes draus machen. Ich bin zum Beispiel immer noch, ist auch ein Grund, warum ich mir halt super oft gerne so seltsame japanische PS2-Spiele nochmal antue. Die haben so einen ganz eigenen, seltsamen, charmanten Stil irgendwie dabei. So low-poly PS2-Grafik oder so. Oder ich spiele jetzt gerade wieder Earth Defense Force 5. Das ist so wie die japanische Assets von Gebäuden oder sowas machen. Das sieht einfach komplett eigen und seltsam aus. Und irgendwas hat das so da dran, was ich halt total optisch ansprechend finde, selbst wenn es technisch gesehen halt Jahre zurück ist irgendwie. Aber ich finde es halt immer sehr schade, dass einfach nur von der technischen Ebene oft ausgesprochen wird und halt nicht von der künstlerischen Ebene. Mhm. Also das ist halt, das führt, glaube ich, auch dazu, dass halt sehr viele Studios halt einfach nur gucken, sieht halt grafisch geil aus. Ja, nein, im Gegensatz zu ist da halt wirklich richtig geiles Art-Design dahinter. Also für mich sieht halt ein Silent Hill 2 und 3, also gerade ein 3, sieht für mich schöner aus als 99% aller modernen Spiele. Was ich an frühen 3D-Spielen auch noch sehr gerne mochte, und das ist für mich zum Beispiel auch immer noch so, wenn ich Ocarina of Time halt immer wieder spiele. Damals war es für mich irgendwie, natürlich auch, weil ich noch jünger war, klar, aber auch heute noch, dadurch, dass es halt eben alles noch nicht so klar definiert war und noch nicht so mega detailreich, war halt immer noch mehr Spielraum für deine Fantasie. Und heute siehst du halt einfach, okay, so sieht's halt aus. So. Und da gibt's in deinem Kopf eigentlich nichts mehr, was du da noch weiterführen musst. Und gerade irgendwie die frühen 3D-Spiele haben da noch sehr viel Raum gelassen, dass man da halt wirklich halt selber sieht, wie das aussieht. Und frühe 2D-Spiele genauso. Also wenn du dir zum Beispiel halt Zelda 1 anguckst und dir dann im Handbuch anguckst, die Artworks dazu, dann wirst du halt feststellen, dass Zelda 1 quasi von der Vision her, wahrscheinlich von der Optik her, das düsterste Zelda aller Zeiten ist. Hm. Ja, das sind halt auch so Sachen. Obwohl Nintendo ja bis heute sehr, sehr viel mit dem Artstyle von Zelda experimentiert zumindest. Hm. Wo wir gerade bei Interpretationen sind, da finde ich es jetzt sehr interessant, weil es soll ja ein Remake kommen von Final Fantasy 7 und das Original war ja auch so, dass es sehr viel zur Interpretation gelassen hat. Die Figuren haben nicht geredet, man hat die Sachen selber gelesen, hat sich gedacht, wie die Leute reagieren. Die haben klobig reagiert mit ihren dicken Armstummeln und sowas. Und da sind auch Sachen dabei, ich habe letztens noch mal was gesehen, wo man sich fragt, ob man das heute überhaupt noch machen würde, wo irgendwelche Leute so die Luft hampen so und... Ja. Ey, da gibt's so eine Szene, wo sie dann auf diesem Turm sind und dann haben sie halt so... Die kommen von dem Turm weg, indem sie sich irgendwie, keine Ahnung, out of nowhere haben die halt so ein, ist da ein Kran und dann springen die, packen sie sich da an diesem Kran und springen dann von dem Turm weg.
keine Ahnung, wie das Logik, also logisch macht das überhaupt gar keinen Sinn, aber da finde ich dann tatsächlich auch spannend zu gucken, wie die das dann in 3D, ja, also in der heutigen Grafik dann umsetzen. So Comic-Elemente haben wollen. Die noch drin. Ja. Wie soll das umgesetzt werden, realistisch? Und es werden viele Leute verärgert sein, wenn das rauskommt, ja, das Remake. Sowieso. Ja, das lässt sich definitiv nicht vermeiden. Obwohl, das kann auch daran sein, dass das aktuelle Square Enix nicht mehr das Square Enix von früher ist. Beziehungsweise Square. Früher war alles das besser. Das Squaresoft von früher. Aber ja, das sind auch so Sachen, wo man so Characters, die einfach nur so hoch und runter gebobbt sind, irgendwie bei, um so zu gestikulieren, der redet gerade oder der versucht irgendwas zu sagen. Und so, wenn du dieselbe Animation in aktueller Grafik darstellen würdest, dann sähe das einfach nur mega peinlich aus. Das sind so. Irgendwer ist sauer und zittert am ganzen Körper. Ja, das ist dann. Ja, da bin ich mal gespannt drauf, wenn es dann in 20 Jahren endlich fertig ist. Hat denn noch jemand irgendwas zu dem Thema zu sagen? Weil ansonsten würde ich jetzt nämlich zum Schluss kommen. Nicht zu viele auf einmal. Okay, dann denke ich, hat sich das Thema dann auch geregelt und sind wir damit durch. Dann sind wir jetzt am Ende vom Podcast. Dann sind wir am Ende diesen Jahres für Unlimited Topic. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei meinen